herzlich willkommen zu einer neuen Streaming-Aufnahmesession von Knights and Dragons German. Heute mal wieder mit dem netten Dennis im Teamspeak. Oh Gott. Und ja. Hallo. Und wir wollen heute mal gucken. Ich habe ja beim letzten Mal überlegt, ob ich die Rüstung mir holen soll oder nicht. Ich bin jetzt bei oder nicht. Nein, wir sind bei holen tatsächlich. Ich habe den Schmuck, habe ich. Jetzt habe ich hier auch, um das gleich mal zu zeigen, wir steigen schon gleich ins Zeigen rein, habe ich hier unter Local Shop ist es, glaube ich, müsste ich jetzt 7 Pieces haben. Oder vielleicht sogar 8. Google Play Fehler, wer kennt's nicht, ne? So, hier wollte ich noch gucken, schade. Beim letzten Mal konnte ich ja zweimal die Kerze mit den Dingens holen. Hier jetzt leider nicht. Nee, jetzt hier nur leider einmal. Also Kerze, also den das magische Item. Ich von den Drachenklauen habe ich jetzt 8 Stück. Eine kriege ich ja noch über die beiden T20 Rüstungen, die ich habe. Ich habe die Rüstung auf T20 hochgemacht. Hab auch Ring und Amulett dazu gekauft, hab aber keinen Silbermünzen dafür ausgegeben. Benutze die trotzdem im Augenblick beim Schlachtzug. Aber erstmal zum Zeigen, da bin ich jetzt bei 57 Silbermünzen. Wir hatten 62, glaube ich, braucht man, um eine Rüstung vollkommen mit Silbermünzen hochzumachen. Ne? 62 war es, oder? Ja. Müsste zumindest, ja. Und dementsprechend will ich jetzt ein bisschen sparen, um halt dann die Feuerrüstung hochzumachen. Problem dabei ist, dass ich jetzt beim nächsten War auf jeden Fall mindestens zur Gewinnstufe bis zu einem Elite-Piece kommen muss. Ich habe leider bei der letzten War habe ich das nicht gemacht. Ich wollte dann, habe ein bisschen spät angefangen und dann war der letzte Kampf, wo ich leider nochmal 60 Kriegspunkte hätte ausgeben müssen, war leider kein Frenzy, sodass ich im Endeffekt noch mehr hätte ausgeben müssen. Und das war mir dann zu blöd. Und dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich es halt. War schade, weil ich mir einmal 40 Kampfenergie geholt hatte. Mal gucken, jetzt vor dem nächsten War müsste eigentlich nochmal die Blitzarena sein, sodass ich mir vielleicht ein bisschen Kampfenergie holen kann oder Silbermünzen oder. Müssen wir jetzt mal schauen. 10 Silbermünzen könnte ich ja jetzt im Augenblick schon holen. Ja, beim Heroikmor kannst du, glaube ich, auch nochmal. Also beim Heroikmor kannst du ja Silbercoins holen. Bei wem? Beim Heroic Mode. Heroic Mode kriege ich jetzt noch 10 und dann muss ich halt gucken. Weil einerseits würde es natürlich Gems sparen, wenn ich für den nächsten War dann einfach schon ein bisschen Energie kaufen würde. Andererseits muss man halt jetzt echt gucken. Mal schauen. Was gibt's noch zu erzählen? Ja. Ich habe leider nicht so viele Gems. Ich habe heute, glaube ich, noch keine Videos geguckt, fällt mir gerade auch wieder ein, gestern nicht. Und man merkt halt einfach, es fehlt. Ja, 389 ist jetzt nicht schlecht, aber falls ich nächsten Monat die Elite-Rüstung machen wollen würde, bräuchte ich halt wieder, und ich brauche wirklich 1100 Gems, um die Schmuckstücke zu bekommen. Es war in Ordnung. Ich hatte es vor allen Dingen zurückgestellt auf 32-Bit. Und habe das echt gut hingekriegt. Erschreckend gut, muss man sagen. Aber das könnte man auch mal zeigen, aber nicht jetzt hier im Stream, sondern irgendwann anders mal, dass man dazu speziell einen Stream macht, dass man den Leuten das mal richtig zeigt. Das Problem ist, das weiß ich nicht mal, ob das hier auf dem PC-Version funktioniert. Deswegen, ich habe das auf dem Handy gemacht. Achso, ja. Wir können das gerne auch mal zeigen, wie man das macht, theoretisch. Praktisch, weil man muss dann Daten runterladen, muss die dann halt auch installieren und so, aber das erkläre ich, wie gesagt, dann. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache gewesen, da bin ich locker mit 80 Kämpfen pro Frenzy durchgekommen, konnte sogar manchmal noch ein paar mehr machen. Das hat sich schon sehr gelohnt. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, man braucht dann weniger Frenzy-Kämpfe und
was für mich halt auch wichtig ist, die Zeit selber, die man in dem Frenzy halt verbringt, in Anführungsstrichen, ist weniger. Ist weniger, ja. Also, weil man doch Familie hat außenrum. Ich kann ja auf der Arbeit zum Beispiel nicht und so weiter. Ich hatte da zum Beispiel dann Glück, dass ich tatsächlich in meiner halben Stunde Pause kam es dann auch zum Frenzy, konnte ich da auch nochmal durchhitten und lauter so Dinge. Aber ich hätte das auch ohne geschafft, muss man auch ganz klar sagen. Aber war so schon angenehmer, dass man halt einfach wusste, die letzten zwei Kämpfe, da muss ich eigentlich jetzt nicht mehr all out gehen. Andere Leute hatten das dann tatsächlich. Die mussten dann ohne Frenzy, mussten sie halt praktisch die 60 Minuten durchhitten. Was natürlich dann auch wesentlich mehr Punkte kostet und dementsprechend wesentlich mehr Gems kostet. Und ja, finde ich halt schade. Ja. Und wenn man jetzt mal genau guckt, also um jetzt auf 1000 zu kommen, ich weiß gar nicht, Golden Juwelen werden mir hier nicht angezeigt. Ja, aber es ist halt schon einiges, was das kostet. Ich glaube, 300 sind ja dann schon 20 Euro oder sowas. Oder sogar 30 Euro auch. Und davon halt zweimal. Nee, möchte ich nicht ausgeben für das Geld. Es sei denn, es möchte natürlich jemand spenden. Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe früher solche Spenden abgelehnt. Die würde ich jetzt annehmen. Nein, Spaß beiseite. Aber natürlich kann man auch solche Sachen machen, wenn jemand der Meinung ist, hier, Eid, hol dir monatlich die Rüstung und ich unterstütze das auch. Natürlich werde ich auch trotzdem versuchen, weiter Videos zu gucken und so weiter, aber wenn da jemand sehr dran gelegen ist, einfach auf Twitch kommen, da kurz mal ein Donate machen und dann bin ich voll dabei. Wer mich unterstützen und sponsern will in dem Spiel, kann das gerne tun. Aber ganz ehrlich, bitte nicht nur deswegen und überhaupt, vielleicht auch, weil ihr meine Streams gut findet. Also, wie viel konntest du am Tag nochmal kriegen? 30, ne? 30, ja. Also theoretisch 30 mal 30 sind 900 Gems. 30 mal 30 sind 900 Gems, ja. Allein schon fürs Video gucken. Und dann halt noch durch verschiedene Events. Du kommst ungefähr auf 1000 Gems pro Monat. Vielleicht sogar 1100, je nachdem, wie viel du noch andere Dinge außenrum machst. Was halt dann nicht unwichtig wäre, wäre halt dann auch in den einzelnen Sachen weiterzukommen. Gehen hier einmal zum Rallykont-Schlachtzug. Da können wir ja zum Beispiel auch gucken von den Belohnungen her. Da habe ich ja auch ein paar Gems bekommen. Ach, das war zu schnell. So. Ja, da können wir mal gucken. Habe ich echt nur die 7 am Anfang bekommen. 10, 17 habe ich hier jetzt bekommen. Aber was man vor allen Dingen auch bekommen hat, ist halt hier die beiden Kerzen. Ich habe dann auch überlegt, weiterzumachen, ja, weil zum Beispiel hier hinten mich die 10 Silbermünzen eigentlich reizen und zweimal das Zweierpad würden mich auch reizen. Aber wenn ich überlege, da muss ich bis zu 500.000 kommen, das ist nochmal das anderthalbfache von dem, was ich jetzt schon habe. Und das hier hat mich ungefähr, ich habe Schaden gemacht zwischen 2,2 und 2,7. Meistens aber wirklich so um die 2,4, 2,5. Bedeutet, ich habe für die 10er, also für die 10 Millionen von einem Dreier, habe ich immer 4 Kämpfe gebraucht. Natürlich wäre es ein bisschen, wie soll ich sagen, niedriger ausgefallen, die Ausgaben, wenn zum Schluss immer noch jemand mit draufgehauen hätte, sodass ich praktisch dann, wenn nur noch 2 oder 1,5 Millionen auf dem jeweiligen Raid-Boss gewesen wären, dass ich dann wieder einen neuen hätte anfangen können. Da hätte ich jedes Mal auch wieder ein bisschen mehr Plus gemacht. Aber wenn man es genau nimmt, waren es 4 Punkte pro 10.000 Punkte, die ich hier ausgegeben habe. Und praktisch die 200.000 geteilt durch die 10 sind 20 und das Ganze wiederum mal 4. Also habe ich grob 80 Punkte ausgegeben. Was jetzt so nicht so schlimm ist, weil man kriegt ja hier vorne Free Points. Ja, also haben wir hier 4, 8, 12, 17 Free Points allein hier schon. Im Blitz Raid habe ich ein paar freie Punkte eingesammelt. Bin jetzt immer noch bei einem Plus von 193. Wobei ich gerade am Überlegen bin. Ja doch, ich war bei 290 grob gewesen. 295 vielleicht, wo ich dann die ersten Kämpfe gemacht hatte und ein bisschen viel Energy eingesammelt habe. Also müsste das mit knapp 80 Kämpfen, müsste das eigentlich gut hinkommen. Ich soll dich fragen, ob du das isst. Was ist das denn? Brot. Mein Kind bringt mir Brot.
toll. Jan findet es ekelhaft, ich finde es ekelhaft. Mama weiß es nicht, weil sie nicht essen darf. Ich soll sie mal aufheben, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Dann ess es. Jan will es nicht mehr essen. Danke. Kann ich meinen Stream weitermachen? Achso, ja, kann ich halt ein Geld haben? Ja, tschüss. So, also meine Tochter. Ja, jetzt kann ich Brot mümmeln dabei. Meine Frau hat einen Brotbackautomaten. Und wir machen unser Brot jetzt selber. Sie probiert so ein bisschen die Brotbackmischung. Und ist das so ein Vollkornbrot? Ich finde es gar nicht so schlecht. Nö, also Vollkornbrot esse ich zum Beispiel auch zwischendurch ganz gerne. Da hat das schöne Roggenbrot, ne? Dann schön oben drüber mit Sonnenblumenkernen, ne, zum Beispiel. Mhm. Ich würde auch gerne Brot selber backen. Es gibt bei mir aber zwei Probleme. Zum einen habe ich eine Kastenform nicht, um das Brot dann in Kastenform zu machen. Und keinen Backofen. Backofen habe ich, aber ich habe keine Küchenmaschine. Sag mal, du bist doch den ganzen Tag daheim, du kannst doch die ganze Zeit kneten. Guckst meine Videos an, knetest dabei die ganze Zeit. Das würde aber meinem rechten Arm nicht wirklich gut tun. Dann machst du es mit links. Reden wir aber noch vom Kneten. Na gut, okay. Wo waren wir stehen geblieben? So. Ja, im Endeffekt nur halt zur Erklärung. Wenn man die Free Points vom Blitzrate mit reinnimmt, wenn man im Blitzrate nicht viel erreichen will, weil man im Blitzrate natürlich auch verschiedene Belohnungen erreichen kann, wenn man da viel Power rausgibt. Wenn ich irgendwann mal meine angesparten Punkte hier weg habe oder mal wirklich mit auf einen Raid gehe, wo halt irgendwie Top 20 oder so ist, wo man dann auch ein bisschen mehr erreichen möchte, weil man zum Beispiel auch Vierer kämpft und so weiter und die dann ausgegeben hat, werde ich dann auch gucken, dass ich die meistens dann raushaue und dann kann man auch mit Free Gems eigentlich 80 Kämpfe erreichen, ja. Locker sogar, eigentlich, meine ich. Man muss halt ein bisschen gucken und muss halt gucken, wann die wieder aufgefüllt sind und so weiter. Aber es geht. Ja, es dauert meistens immer so, knapp eine Stunde oder so, bis die wieder komplett aufgefüllt sind. Genau genommen 25 Minuten pro Punkt. Nur dass es nach einer Stunde 40 wieder aufgeladen ist. Warum dieses Game nicht einfach eine halbe Stunde nimmt oder meinetwegen eine Viertelstunde, sondern 25 Minuten, weiß ich auch nicht, aber es ist einfach so. Ist auch bei den anderen Punkten, bei den Nussknacker hier zum Beispiel, beim Epic Boss ist das zum Beispiel so. Frisches, warmes Brot, lecker. Da sieht man schon gleich, ne? Weihnachten steht vor der Tür, ne? Mhm. Ja, das sieht man jetzt auch bei einer Stunde 15, die noch übrig waren, ist es von 6 auf 7 umgesprungen. Da war es insgesamt 10, ne? Hm? 10 Energie kriegst du immer. Da kannst du natürlich noch dazu gewinnen. Hast du probiert? Hm, schon lecker. Ernsthaft? Ja. Kann ich meinen Stream weitermachen? Danke. So, das war meine Frau. An alle YouTube-Schauer da zu Hause dann. Nette Frau, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die richtige gefunden habt, heiratet sie. Leider ist die beste schon weg, die ist jetzt meine. Aber vielleicht findet ihr die zweite oder drittbeste dann. Ja, sie sitzt kann noch neben mir. Musst du schreiben, weil die Frau nicht mehr steht. Sie sitzt noch neben mir, aber gut. Okay, ja, es gibt insgesamt 10 Punkte, die man hier erreichen kann, wie Dennis schon gesagt hat. Dementsprechend 10 mal 50 Minuten müssten im Endeffekt 4 Stunden und 10 sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ich irre mich nie, nein, Scherz. Ist es so? Nee, ist es nicht. Nee, wenn du bei einem 25 Minuten... Ja, ich bin gerade falsch gewesen. 5 mal sind... 5 mal 50 Minuten wären es dann. Und doch, es müssten 4 Stunden 10 sein. Rechnet es bitte mal nach und schreibt es bitte in die Kommentare. Dennis rechnet auch noch und er wird am Ende die Auflösung dieses Videos, wird er die Auflösung bekannt geben. Ob ich recht hatte. Ich habe gesagt 25 Minuten. Pro Punkt. Pro Punkt, ja. Pro Punkt. Und wie lange dann 10 Punkte brauchen? Ich sage 4 Stunden und 10 Minuten. Okay.
Jetzt nicht den Rechenweg vorsagen. Die Zuschauer kriegen das am Ende des Streams von dir gesagt. Und sagen dir dann auch in den Kommentaren, ob du recht hattest. Ich bin der Meinung, es ist 4 Stunden und 10. Gut. Ja, ansonsten kämpfen wir hier mal. Wie ihr schon seht, ich bin jetzt über die ersten 100 schon hinaus. Bin bei den ersten 75. Wir haben Sonntagabend. Ja, also mal wieder relativ weit. Einzige Problem ist, dass meine Wasser-Wasser-Rüstung leider nicht mehr ausreicht und ich leider jetzt mit 2 Rüstungen kämpfen muss, womit ich natürlich 5 Punkte verbrauche. Ihr wisst, einer kostet 3, 2 kosten 5 und dann jeweils 1 für den nächsten dazu, also 3 Stück, dann 6 und so weiter. Das Pad ist zum Glück kostenlos, sodass wir hier den Bonus abgreifen und dann geht's mal los. Und wichtig ist natürlich auch hier wieder das Schildzerbrechen-Pad möglichst hoch gelevelt zu haben und möglichst hoch zu haben, um einfach halt durch das Schild und durch die Betäubung möglichst wenig Schaden zu bekommen, um wesentlich mehr Schaden auszuteilen. Wir bekommen hier nur, wenn man es sieht, nur 44 Schaden. Ich glaube, wenn er episch trifft, sind es 67, Entschuldigung, gelogen. Aber auf die Zeit summiert sich das. Und da die Lebenspunkte auch sehr, sehr stark ansteigen, vor allen Dingen jetzt hier gegen Ende, ist es halt wirklich wichtig, dass man lange Zeit Schaden macht. Und das ist das, was wir hier praktisch probieren. Plus der Tatsache, wenn man jetzt einen zweiten mit dazu nimmt, kriegt man auch insgesamt 25% mehr Damage. Was auch eine coole Sache ist, sodass man manchmal, obwohl man mit einem nicht mehr durchkommt, man nimmt einen zweiten mit und schafft den Gegner dann und die Hälfte der Lebensenergie ist gerade mal weg oder so. Könnte einfach daran liegen, dass man halt auch wesentlich mehr Schaden raushaut. So. Und es ist natürlich eine Glückssache mit den Shadowforge-Rüstungen, wie oft man halt den Gegner betäubt und dann dementsprechend wie lange das Schild hält und wie viele Schläge man da machen kann und so weiter. So, wir haben ihn getötet, also mal wieder. Jetzt hat er nur noch 2 Energie. Das hat mal Heroic Mode. Ja, wie weit bin ich da? Ich habe... Hey, Pumuckl, schön, dass du da bist. Jetzt hast du die Aufgabe verpennt, aber ich sag sie dir auch nochmal. Wenn ein Punkt 25 Minuten dauert, dauern 10 Punkte wie lange? Bitte auch von dir erst gegen Ende des Videos, kurz bevor ich die Verabschiedung mache, werde ich nochmal dich und den Dennis fragen, was ihr so denkt. Ich sage 4 Stunden 10 Minuten. Einfach nur grob geraten. Und ihr könnt dann sagen, ob es stimmt oder nicht oder ob ihr was anderes sagt. Und die Zuschauer von YouTube haben das jetzt hoffentlich auch alle schon in die Kommentare geschrieben und gucken dann mal am Ende, wer recht hat oder wer nicht. Oder zerreißen uns alle drei in der Luft, weil wir uns alle drei leider dann verrechnet haben. Das wäre natürlich lustig. Ja, die Rüstung selber, wie man sie hier sieht. Ich im Stream, ja doch geht. Meine Facecam ist nur vor der Kamera, vor dem Helm praktisch. Ist eine Wasser-Erd-Rüstung, das sieht man im Stream auch nicht. Ansonsten Level 99 hat die 14.500 und 15.900. Sie ist also in der Verteidigung besser, was an sich eine gute Sache wäre. Wir wissen leider nicht, was die Schmuckstücke dazu an Bonus haben, aber normalerweise sind da auch Lebensboni mit dabei. Bedeutet, dass man da auch eine relativ gute Rüstung hat. Vor allen Dingen, wenn man sie dann später in Plus craften würde. Einzige Problem, was sich für mich wieder ergibt, ist, dass die beiden Elemente nicht nebeneinander liegen, sodass man halt im Normalfall immer nur den einfachen Bonus bekommt, also plus 50%. Oder aber, wenn man plus 100% bekäme, hätte der Gegner auch plus 50%, weil dann in dem Fall Erde gegen Luft stark wäre, Luft aber dann auch gegen Wasser. Und dementsprechend, wenn wir mehr Schaden bekommen, geht die ganze Rechnung mit dem Schildpad und mit den hohen Lebenspunkten nicht auf, dass wir extra lange leben und auf diese Art und Weise mehr Schaden machen. Deswegen ist sie für mich leider nicht so sinnvoll, wie sie vielleicht im ersten Augenblick scheint. Die Schriftrollen sind wichtig, haben wir ja geguckt. Ich habe jetzt noch 100 Schriftrollen übrig. Leider kann ich im Augenblick keine Kerze davon kaufen. Mich würde es sehr freuen, weil dann kann ich nämlich beim nächsten Warrior die Punkte sparen, die Gems sparen. Wir haben hier jetzt praktisch alles schon geholt. Toll, ich zoome raus, gucke hier rein und zoome dann wieder rein und bleib eingezoomt. Aber gut. Das geht, wenn man gute Freunde hat, geht das sehr, sehr gut.
selber natürlich noch gute oder einigermaßen gute Rüstung zu haben, wo ich jetzt sagen würde, ich bin da zwar nicht beim Top-Tier dabei, aber doch schon im oberen Bereich, hilft natürlich auch. Und dann halt... Ja, das sind ja insgesamt 200 Rollen, die du da kriegst, ne? Genau, insgesamt 200 Rollen, ja. Man kann halt leider nur 10 mal die Goldcoins zum Beispiel kaufen oder halt einmal das Elite-Piece oder. Es gibt noch andere schöne Sachen, die man darüber kaufen kann. Also es lohnt sich eigentlich schon. Vor allen Dingen hat man auch genug Zeit. Wenn ich überlege, ich bin jetzt schon seit, glaube ich, heute Morgen fertig und hatte jetzt noch 2 Tage und halt heute Morgen, also sprich 2 Tage und circa 12 Stunden. Wir haben jetzt 19 Uhr abends, also heute Morgen so um 7, 8 bin ich, glaube ich, fertig geworden. Also sagen wir mal so 2,5 Tage. Grob, ja. Und ich habe mich auch nicht wirklich angestrengt, da schneller durchzukommen. Wichtig ist, dass wenn ihr das macht, ich kann es gerade nochmal zeigen, ich nehme halt dann im Normalfall, warum auch immer die jetzt nicht mehr richtig ausgerüstet sind, die waren es mal. Und hier nehme ich dann halt nach Möglichkeit Freunde, die halt relativ stark sind. Und da wiederum lohnt es sich eigentlich hier, die Sternmetall-Leute zu nehmen, weil die kriegen selber immer nur den normalen Schaden und teilen den 1,5 schwachen Schaden aus. Natürlich könnte man mit einer Wasser-Wasser-Rüstung in einem Level, wo es eher mehr Feuergegner gibt, auch mehr Punkte machen und mehr Damage raushauen. Problem dabei ist aber leider, dass im Heroic-Mode die Level nicht ein oder zwei elementarisch aufgebaut sind, sondern wirklich sehr bunt gemischt sind. Und wenn man dann zum Beispiel eine Wasser-Wasser-Rüstung hat, die ja dann auch gut wäre gegen die Feuergegner, hat man dann, wenn der Gegner Luft hat, halt auch leider ein bisschen das Nachsehen und bekommt da mächtig auf die Mütze. Und auch da gilt wieder, je länger die Leute leben, desto mehr Damage können sie raushauen. Also auch da dann versuchen und gucken, dass man halt möglichst starke Leute nimmt und möglichst halt auch ein gutes Schildzerbrechen-Pad, falls vorhanden. Ja. Sternmetall erkläre ich ein andermal, warum ich keine habe und warum die meisten Menschen, die nicht gerade wirklich das Spiel ein ganz klein wenig suchten, das nicht bekommen haben. Ich würde auch kein Sternmetall wollen. Sternmetall, doch, also als Rüstung an sich ist die schon angenehm. Ich meine, die kriegt keinen Bonus durchs Pad, die kriegt kein was auch immer, aber sie macht immer den 0,5-fachen Schaden mehr. Und sie kriegt eigentlich von nichts auf die Mütze, außer halt von anderen Sternmetall. Da machen beide Sternmetallrüstungen 50% Schaden mehr, beziehungsweise 0,5-fachen Schaden. Plus 0,5-fachen Schaden. Insgesamt 1,5-fachen Schaden. Also Sternmetallrüstung, da musst du ja quasi kein Leben mehr haben. Ja, wobei zum Beispiel Hendrik ja auch die sich geholt hat, der hatte allerdings auch die grundsätzlichen Voraussetzungen, dass er ein paar Gems hatte, die er sich auch, er gibt dafür kein Geld aus, also er hat die wirklich durch Gucken sich erarbeitet. Und er hat halt auch bei den meisten Events, wo halt wichtig war, dass man da die Pieces gesammelt hat für die Sternmetallrüstung, ist er halt sowieso mit dabei und deklariert die Wars und macht und tut und ist ja sehr aktiv in der Gilde. Wenn du sowieso mit dabei bist und selber bestimmst, wann was wie läuft, kannst du auch viel besser planen, als wenn du als in Anführungsstrichen kleiner Kommandant oder High-Kommandant da mitspielst, der halt einfach nicht die Ahnung hat, was wie wo. Dann musst du dich halt darauf verlassen, dass du halt immer wieder mal aufs Handy schaust und guckst, wann ist denn jetzt endlich Francie. Der kann sich im Endeffekt, er hat sich den Wecker gestellt, wann es deklariert wird. Er hat sich dann den Wecker wahrscheinlich auch gestellt, wann es zum Frenzy kommt und so weiter. Und der ist halt dann auch immer da, wenn solche Events sind. Und dann macht er natürlich auch viele Gems, macht viele Silbercoins und ist da an sich halt auch besser aufgestellt als ich jetzt zum Beispiel. Der hatte ja auch einige von den Elite-Rüstungen. Andere in der Gruppe drin, ne? In der Gilde drin. Ja, natürlich. Also als ich auf jeden Fall, weil im Moment geht es aber wieder überhaupt nicht. Jo gut, ich meine, Inaktivität bestraft das Spiel halt auch leider. Weil jeden Monat kommen immer stärkere Rüstungen. Und wenn man eine Zeit lang aussetzt, dann hat man halt einfach nur noch ziemlich schwache Rüstungen. Wobei ich trotz meinen schwachen Rüstungen
hier einen recht guten Einstieg wieder hatte, wo ich jetzt nach der längeren Pause eingefangen habe, weil, ja, wie soll ich sagen, ich hatte zumindest Fusionsboost-Rüstung, ich hatte die Karte ganz aufgedeckt, hatte das Level, um alle Events mitzumachen. Ich meine, ich bin jetzt Level 1098. Ja, wenn ich mir überlege, dass ich am Anfang kämpfen musste, dass man Level 100 wird, weil bis ja. Level 100 haben sich ja dann auch die Werte von deinem Ritter noch verbessert. Ja, das war ja nicht so, dass das einfach nur war, um Level zu steigen und zum Schluss halt irgendwie mal die Goldstücke, mal den Edelstein. Ich glaube, man kriegt sogar ein Gem. Jede zweite Stufe kriegt man, glaube ich, ein Gem ein oder so. Aber ist ja auch egal. Nee, bis 100 war es jede Stufe. Danach war es, glaube ich, alle. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kriegt man manchmal auch beim Aufstieg Edelstein, ansonsten halt Gold. Und ja, es bringt eigentlich nichts mehr, dann weiter zu leveln. Und lauter so Kleinigkeiten, ja. Als die Gilden aufkamen, ja. Ich habe zum Beispiel überlegt, ich hätte gerne eigentlich eine eigene Gilde, ja. Und dann halt mit dem Bonus, weil man kriegt ja Boni drauf, wenn man Gildenmeister ist und so weiter. Einfach dann mal versuchen, ob man nicht doch einen Dreier so tot kriegt, ja. Also die 10.000 einmal einen Punkt ausgeben, 10.000 bekommen, das wäre schon cool. Wir haben vorhin gerechnet, man kriegt 17 allein an Free Energy. Man hat 4 schon, wenn man in die Schlacht reinbekommt. Also ist man bei 21 Punkten, wenn man das halt mal so rechnet, ohne dass überhaupt der War richtig läuft. Und wenn man das mal 10 nimmt, ist man bei 210.000. Wenn man wirklich mit einem Punkt einen Dreier ganz schaffen würde. Und 210.000 ist 10.000 mehr, als ich jetzt erreichen wollte. Und das einfach nur, indem man die ganze Anfangsenergie ausgibt. Danach muss man eigentlich nicht mal mehr online kommen. Wenn man danach natürlich dann immer, wenn 4 Energie nachgefüllt sind, nochmal richtig auf die Kacke haut, kommt man locker auch bis zu den 500.000, wo ich gemeint habe, von wegen, da gibt es halt das Zweier-Pad zweimal und es gibt insgesamt dann nochmal 10 Silbermünzen mehr und so weiter. Aber das kann man halt auch erst dann machen, wenn man halt das richtige Equipment hat. Meinetwegen, wenn man 5 Millionen pro Kampf macht mit einem Level 3er. Wobei ich da auch der Meinung bin, dadurch, dass ich ja streckenweise es sogar schaffe mit ganz viel Glück, dass mein Schild daueraktiviert bleibt, fehlt da gar nicht so viel. Ja, also ich weiß nicht, ob ich 5 Millionen, wenn man 5 Millionen erreicht, kann man wahrscheinlich auch ganz durchmachen, weil man einfach 25.000 Gold, ein Gem, ein Schlüssel. Pro Levelaufstieg bin ich mir nicht 100% sicher, Pomikl. Ich bin der Meinung, dass ich immer mal das andere gekriegt habe. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal aufgestiegen bin, um ehrlich zu sein. Ich krieg's eigentlich mittlerweile nur noch weg. Ich meine, ein Gem ist auch gut, aber und man steigt ja eigentlich auch schon noch recht schnell. Ich glaube, wo ich wieder angefangen habe zu streamen, war ich auf 890 oder so vom Level her, vielleicht 900 ein bisschen. Und jetzt habe ich ja auch ein paar hundert Punkte, paar hundert Level wieder gemacht. Wäre natürlich toll. Was ich viel cooler fände, wäre natürlich, wenn sie öfters mal was raushauen von denen. Bist jetzt schon so lange dabei, nimm doch diese 500 Gems. Na, ich glaube, ich habe dich gesehen, da warst du gerade über die 1000 drüber. Ja? Als ich da reingeguckt hatte. Kann auch sein, dass ich mit knapp vor 1000 angefangen habe. Ich habe halt auch am Anfang halt viel im Heroic-Mode gekämpft, um erstmal die Heroic-Mistung zu bekommen. Und da wiederum levelt man halt auch sehr viel. Ja, wenn man dementsprechend... Genau, immer im Wechsel, sagt er gerade. Also die 25.000 Gold, ein Gem und ein Schlüssel, genau. Also alle 3 Level bekommt man dann ein Gem. Ja, aber es würde sich, glaube ich, nicht lohnen, darüber jetzt zu versuchen, Gems zu produzieren. Oder vielleicht doch. Vor allem, das kriegst du auch nicht wirklich hin, weil so viel, gerade wenn du jetzt so im Tausenderbereich bist wie du, so schnell kommst du ja gar nicht mehr ein Level höher. Das geht schon relativ schnell. Ich überlege, ich bin jetzt in dem Heroic-Mode-Kampf, bin ich auf jeden Fall ein Level aufgestiegen, habe jetzt schon wieder, ja, gut ein Drittel, vielleicht sogar knapp die Hälfte. Und das nur durch den Heroic-Mode weiter hinten dann jeweils einmal gelaufen. Natürlich kriegst du weiter vorne im Heroic-Mode jetzt auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber dafür kannst du da 3-4 Level machen im Normalfall, bevor du dann erstmal aufhören musst.
Lauter so Dinge. Also, wenn du dementsprechend auch die Rüstungen hast, ne? Wenn du dementsprechend auch die Rüstungen hast, wäre ich dann noch besser ausgerüstet, wäre es halt noch besser. Aber gut, das nur nebenbei. Also, dann haben wir das. Was wir jetzt noch gucken können, Arena, habe ich jetzt die neue Season angefangen. Leider war es keine Blitzarena. Da habe ich jetzt ein paar Punkte gemacht. Na, wo stehen meine Punkte? Müsste aber, glaube ich, auch mal wieder sein, Blitzarena. Ich gehe jetzt davon aus, jetzt am Mittwoch, Donnerstag. Ist das nicht immer Mittwoch, Donnerstag? Also hier kann man natürlich auch durch Punkte die Gems erreichen. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Aber einfach nur durch ein bisschen kämpfen bin ich jetzt hier und krieg 12. Ja. Wenn ich noch ein bisschen zwischendurch immer mal kämpfe, halte ich mich auf den 12 oder sogar auf den 16. Wenn man 5 Jahre dabei ist, gibt es 13 Silbermünzen, 5 Sterne-Pad und Stufe 5, also Stufe 225 Gems. Ja, die habe ich bekommen gehabt. Und das Pad habe ich jetzt mittlerweile zweimal, weil ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile schon 6 Jahre dabei oder so. Irgendwie habe ich das dann nochmal bekommen, ein bisschen später, weil ich anscheinend schon so Ewigkeiten dabei bin. Gehen wir mal hier meine Begleiter. Ja, ich habe tatsächlich Dekastaurus. Habe ich auf jeden Fall einmal nur. Halt. Achso, weil ich den gelevelt habe. Warum auch immer. Den wollte ich dann mal hochleveln, weil ich dachte, die Vampirberührung würde irgendwie was bringen, aber das ist voll für die Füße. Ich meine, das Pad ist bestimmt nicht schlecht, wenn man es hochlevelt, auch nicht ganz so useless, vielleicht, weiß ich nicht. Aber die Schildzerbrechen-Pads sind halt wesentlich effektiver. Effektiver, ja. Oh, verdammt. Vielleicht sollte ich nicht in einem dunklen Zimmer sitzen, da werde ich immer müde beim Streamen. So. Ich sitze auch im dunklen Zimmer. Ja, du bist ja noch jung. Hahaha. So, hier haben wir jetzt praktisch meine 4 Sterne Schildzerbrechen-Pads. Sind tatsächlich hier vorne die. Und ab hier fängt es dann an, wo ich versuche halt dann insgesamt jetzt nochmal 3 Stück auf Level 4 zu bringen. Dann das erste Schildzerbrechen auf 5 zu bringen. 2 habe ich jetzt hier schon. Da haben wir noch 10 Stück. Geben noch 2 Zweier. Dann gibt es noch einen Dreier. Und dann fehlt immer noch ein Dreier, um dann den nächsten Vierer zu machen. Auch da hatten wir ja mal die Rechnung gemacht, also man braucht 4 Stück, um einen Zweier zu machen. Davon braucht man 4, also 4 mal 4 sind 16 allein schon. Dann braucht man wiederum 4 Stück, um einen Dreier zu machen. Also 4 mal 16 sind dann im Endeffekt, Dennis, 84. Entschuldige, ja. Ich wollte nur mit dir ablenken, weil ich nicht so schnell im Rechnen bin. Aber davon brauchen wir ja dann auch wieder 4 Stück, um von 4 auf 5 zu machen. Und 4 mal 84 sind dann, was sagtest du? Da bist du bei über, was ich jetzt gerade, über 300. 168, das sind 336. 336. Würde ich jetzt sagen. Auch das kann bitte in den Kommentaren dann verändert werden, der Wert. Einfach nur als spaßiges Rätselraten. Also das kann natürlich dann da auch nochmal nachgerechnet werden und ich höre mir auch gerne an, dass ich falsch gerechnet habe. So wie ich mir auch immer gerne angehört habe, dass ich kein Englisch kann und wie peinlich das doch ist. Aber ich bin nun mal ein sehr, sehr unintelligenter Mensch und dementsprechend berichtigt mich ruhig. Ich fand das halt manchmal recht lustig, wenn dann Leute mir Übersetzungen erklärt haben, wo ich gesagt habe, das stimmt so aber auch nicht. Manchmal nicht mal sinngemäß, aber gut. Hauptsache, die Leute haben mir erklärt, wie die richtige Übersetzung lautet. Also, ja, das Problem ist ja auch beim Englischen, dass es Englisch ist. Du darfst nicht alles wortwörtlich übersetzen. Nein, das darfst du natürlich auch nicht. Manche Begriffe, die haben wirklich mehrere Bedeutungen. Auch das, ja, aber... Nehmen wir zum Beispiel, dass, wenn du jetzt sagst, the, heißt ja, ist ja bei uns, also bei denen ist ja das the, und bei uns ist ja daddy das. Bei denen heißt das the tower, bei uns würde das heißen der Turm. Nein, das Turm. Der Turm. Das Turm. Der. Die Turm.
Hey, weißt du, die Türme. Die Türme. Weißt du, die Türme. Weißt du, mache ich krass die Turm, weißt du. Ich glaube, ich komme einfach mal zu dir an. Und die turmst mich. Nicht die Turmen, bitte. Ich bin ein armer kleiner Dieturm. So, okay. Also, wir machen jetzt... Ich bin Pokémon mit dir. Jetzt machen wir hier erstmal noch ein Level-3-Pad. Bevor wir den armen Dennis zur Weißglut bringen. Der sieht schon lustig aus. Ich gesagt habe, dass sie die Pets reinbringen. Hm? Ich habe gedacht, juhu, jetzt kann ich wieder Pokémon spielen. Ja, es wäre... Ja, im Endeffekt, wenn du überlegst, ne, du musst ja auch in dieses Jagdgebiet, um dir die Tiere zu fangen. Ein bisschen schon. Wir hauen dann den Tieren so lange auf die Mütze, bis sie betäubt am Boden liegen. Danach werden wir beste Freunde. Was? Aber wenn ich doch ein wildes Tier angreife und das verletze, dann könnte es doch sein, dass es sauer auf mich ist. Nein, nein, das wilde Tier mag dich dann sofort. Du musst es nur vorher nochmal mit diesem rot-weißen Gegenstand bewerfen. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Guck mal, da vorne ist ein Berlio. Keine Ahnung, ob es ein Berlio gibt. Der hat aber ganz große Zähne und große Tatze und der sieht sehr hungrig aus. Gar kein Problem. Hau auf ihn drauf, solange du nur kannst. Okay, jetzt berührt er sich nicht mehr. Und jetzt schmeißt den Ball nach ihm. Nicht den Gummiball. Nein, nicht den Medizinball. Oh mein Gott, er wacht auf. Oh, ich brauche einen neuen Trainer. Ja, so ungefähr habe ich mir das immer vorgestellt. Aber gut, ich möchte da mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Nee, aber sie haben schon gewisse Überlegungen auch in andere Spiele gemacht. Wie halt zum Beispiel das mit dem Jagdgebiet hat, dass du da weitere Tiere fangen kannst. Naja, ich finde das jetzt ja nicht so... Also da ist zum Beispiel die, wenn du es jetzt ganz stark, ganz übertrieben siehst, eine gewisse Ähnlichkeit mit Pokémon. Ja gut, aber das hat ja Pokémon nicht für sich empfunden. Das gab es ja in anderen Spielen vorher auch schon. Also jetzt zu sagen, es hat, das ist einfach, ist genauso wie wenn du sagst, naja, es heißt ja eigentlich Papiertaschentuch, aber die haben schon alle Ähnlichkeiten mit Tempos. Ja, natürlich haben die Ähnlichkeiten mit Tempos. Was willst du jetzt auf einmal ein rautenförmiges Gebilde machen? Oder es ist einfach die beste Lösung. Und Tempo war auch nicht das erste Papiertaschentuch, soweit ich weiß. Aber dazu ein andermal mehr. Tempo ist ein Lieblingsbeispiel von mir. So. Ja, Tempo ist ja auch wieder zweideutig, ne? Tempo. Nee, aber das nur soweit dazu. Kommen wir zurück auf das Spiel, um mal wieder nicht mehr abzudriften. Oh Gott. Ob ich das jemals schaffe, eine Folge schnell durchzuziehen? Aber ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal. Doch, habe ich schon. Das hast du schon öfter. Okay. Aber, Abdrift ist ja doch manchmal schöner. Man betrachte die 3573 Truhen. Ja, die wolltest du ja mal auch mal in einem Special öffnen, ne? Ja, viel vorgehabt und wenig Zeit, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke, das Problem ist an diesen mehreren tausend Truhen, dass das auch die Truhen sind von Heroic Mode, der jetzt irgendwann hier kommen müsste. Und da können theoretisch 904 Truhen Schlüssel. Das ist vom Heroic Mode. Und die Sachen, die man hier bekommt, sind sowas von für die Füße. Das sind halt alte Items. Ja, das ist irgendwie schade drum, aber es ist jetzt halt leider so. Wenn du überlegst, 904 Truhen, also Halleluja, ne? Ja, früher hast du da jetzt dafür gemordet, so viele Truhen zu haben. Weil es jetzt halt auch nicht die besten sind. Und trotzdem ja aus den Truhen bis jetzt auch nie. Vor allem kriegst du meistens eher nur die Schlüssel, ne? Ja, das beziehungsweise aus den Truhen kriegst du sowieso nur diskret schlechte Sachen. So, naja, brauchst, ne? Definitiv. Also zumindest jetzt in meinem Spielbereich. Am Anfang, wenn man frisch anfängt, da sind die Truhen auch schon manchmal sehr hilfreich. Gut, also nichtsdestotrotz. Ja, eigentlich schon ein paar gute Rüstungen rausgekriegt. Ja, wie gesagt, für den Anfang, aber für später gute Rüstungen rauszukriegen und dann meistens noch das Glück haben zu müssen, dass man nicht nur die gute Rüstung, auch das gute Schmuckstück dazu bekommt, also die Schmuckstücke,
ist halt äußerst unwahrscheinlich. Oder habe ich überlegt, vor 4 Jahren hatte ich dann mal eine Pause gehabt. Mhm. Ich hab, also beziehungsweise, vor 5 Jahren hatte ich eine Pause gehabt, vor 4 Jahren habe ich dann mal wieder angefangen, wie ich dann im Krankenhaus lag. Mhm. Dann habe ich aber Ende des Jahres wieder aufgehört, weil halt noch andere Sachen vorgefallen sind, wie zum Beispiel, dass mein Onkel gestorben ist. Okay. Kurz vor Weihnachten. Okay. Und da habe ich dann auch erstmal mit dem Spielen wieder aufgehört und dann habe ich halt dieses Jahr wieder angefangen. Als ich dann mit. Ja, da hatte ich bei. Nee, stopp, oder? Nee, letztes Jahr habe ich damit angefangen. Ich bei dir wieder reingeguckt hatte, wegen KAD. Da hatte ich wieder angefangen gehabt. Erst auf dem Handy und dann später auf dem Tablet. Ja. Also bin jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die Pausen nicht mitrechne, bin ich jetzt knapp 3 Jahre dabei. Ja, gut, wenn ich meine Pause nicht mitrechne, bin ich jetzt bei 6 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ist ja auch egal. Gut, hast du noch irgendeine Idee, was wir noch zeigen könnten? Nur das andere wollten wir ja mal gesondert machen. Genau. Promuckl, fällt dir noch irgendwas ein, was du denkst, was irgendwie zu zeigen wäre? Außer natürlich die Auflösung unserer Matheaufgabe. Matheaufgaben, bitteschön. Aufgaben, ja, egal. Gut, scheinbar nicht. Wobei natürlich, bis das im Stream ankommt, dauert das immer einen Augenblick. Und bis er dann getippt hat, natürlich auch. Oder sie. Oder es. Oder es. Ich, du, er, sie, es, wie ihr, sie. Nein, okay. Auf jeden Fall, jetzt bitte dann die Antwort. Dennis, hast du ausgerechnet, wie lange dauert es, bis die 10 Punkte bei Knights and Dragons wieder vollzählig sind? Ich habe mich. 10 Minuten. Ich habe mich nämlich, glaube ich, verrechnet. Nee, 4 Stunden, 10 Minuten. Das sind 250 Minuten. Psch, 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 psch. Sprich, also da er eine Stunde 60 Minuten hat, 4 Stunden und 10 Minuten. Okay, wenn du das sagst. Ja, oder nicht? Weil, wie gesagt, 240 wären 4 Stunden. Alles gut. Also, liebe Zuschauer, Pumuckl. Bin lange genug dabei, weiß alles. Sehr gut, Entschuldigung. Ja, also Pumuckl weiß alles, kann alles. Oh, da habe ich noch einen guten Rausschmeißerwitz. Ja, es ist ja mittlerweile den Zuschauern, die länger dabei sind, ja bekannt, dass ich im Krankenhaus arbeite. Dann zählt man sich natürlich auch Witze über Ärzte. Und verschiedene Fachabteilungen von Ärzten sind halt wie bei allen Sachen, wo es verschiedene Spezialisten für verschiedene Bereiche gibt, sind halt so. Und man kennt ja den Internisten, das ist ja der, der so ein bisschen... Herz, Lunge und so und mit alten Menschen und so. Es gibt den Chirurgen, der die Menschen aufschneidet. Es gibt den Pathologen, der dann praktisch die Menschen auch aufschneidet. Nur sind sie dann tot und der guckt, was halt da gemacht wird und so. Und ja, da gibt es dann halt... Wie er gestorben ist, ne? Zum Beispiel und so weiter, ja. Also und dann gibt es halt so den Witz, also der Internist weiß alles, kann aber nichts. Der Chirurg kann alles, weiß aber nichts. Ja, also der eine ist praktisch so der Künstler, der andere ist der Handwerker und dann beim Pathologen sagt man, der weiß alles, kann alles, bringt aber nichts. Was eigentlich total fies ist. Ist aber richtig. Ist aber richtig. Nein, ist es nicht ganz. Pathologen untersuchen auch Gewebe, was eingeschickt wird von Leuten, die leben. Und wenn der da weiß, was es dann ist, dann kann man den Leuten auch meistens helfen. Aber das natürlich nur jetzt als Witz und bitte jetzt keiner, der irgendeiner genannten Berufsgruppe angehört, jetzt einen Shitstorm anfangen, beziehungsweise die Leute, die es wahrscheinlich sogar kennen, wissen, solche Scherze auch zur Hand haben. Aber an sich fand ich es jetzt halt lustig, mit dem ich bin lang genug dabei, ich weiß alles. Hat mich jetzt halt so ein bisschen daran erinnert, so, ja, ich kann alles, ich weiß alles, bringt aber nichts, weil ich sowieso zu wenig Gems habe oder so, ja. Was war das mit dem Spruch, ne? Der liebe Gott sieht alles, aber er sagt nichts. Meistens sagt er nichts, ja, genau. Okay. Er sagt ja auch nichts, weil er kann ja nichts sagen. Du willst jetzt nicht sagen, dass die Stimmen, die zu mir reden, nicht von ihm sind. Aber das... Von deiner Frau oder deinen Kindern. Das auch.
Aber das besprechen wir, glaube ich, auch ein anderes Mal, weil politische Themen, religiöse Themen und vielleicht auch Themen mit frauenfeindlichen Hintergedanken soll man ja aus Twitch und natürlich auch aus YouTube fernhalten. Deswegen lassen wir es vielleicht dann doch dabei bewenden. Also ist das immer so, ich glaube nur an das, was ich auch wirklich sehe. Im Spiel weißt du alles, okay. Das ist gut. Sehr gut. Nein, ach, nee. Ich lage mich darauf fest. Pass auf. Meine Frau sitzt neben mir. Wir reden jetzt nicht über das Nageln. Er schleift dich darauf fest. Ah nee, bringt auch nichts. Okay, lassen wir das. Halt mich nur noch weiter rein. Gut, dass ich immer anklicke, dass die Videos nicht für nicht nur für Kinder geeignet sind. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Dennis, möchtest du noch Tschüss sagen? Ciao. Gut, also von mir auch. Danke fürs Zuschauen. Pumuckl, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Nächste Woche, Sonntag, voraussichtlich wieder 19 Uhr, ist wieder Knights and Dragons Time. Und ja, leider ist es so, dass ich manchmal eine ganze Woche brauche, bis das Video hochgeladen wird, so wie jetzt gerade auch kurz vor der Folge, also vor dem Stream-Aufnahme, eine Folge von letzten Sonntag erst hochgeladen wurde. Ich bin da manchmal ein bisschen vergesslich. Es dauert halt so seine Zeit, bis man das alles hat. Ja, mach das. Aber wenn ich gerade dann was anderes mache, ist auch wieder schwierig. Okay, aber ansonsten gerne auch mal vorbeischauen auf Twitch. Da bin ich unter eid79 zu finden und da dann einfach mal sonntags sich mit einklinken. Würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass man noch viel mehr Content und Fragen bearbeiten könnte, wenn halt die Fragen auch gestellt werden. Ja? Oder ganz oft werden die Fragen unter den Videos gestellt, was ja auch gut ist. Oder ganz oft werden sie ja schon beantwortet, bevor ich das zum Beispiel auch mache. Aber live fände ich fast noch besser. Also ich persönlich finde es immer cool. Wie ich damals gemacht habe. Zum Beispiel. Ja, aber live finde ich es halt insofern besser, weil dann kann man halt in den Spielen selber, also in den Videos selber dann was erklären, vielleicht sogar auch was zeigen, wo es dann steht, wie man da hinkommt und so. Ja, gut, aber das jetzt von mir. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch eine Schöne. Achtet aber nie darauf, dass er nicht immer die richtige Kategorie in alles einstellt. Stimmt, das habe ich jetzt auch. Hast du wieder vergessen. Das habe ich diesmal auch wieder vergessen. Nein, gut, okay. Also, kann ich jetzt trotzdem mein Outro machen oder musst du noch irgendwas los sein? Gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann. Euer Eid.